Im Frühjahr 1635 treffen sich die deutschen Fürsten beider Konfessionen und Delegierte des Kaisers in der Prager Burg, wo die Spirale der Gewalt ausgelöst wurde. 17 Jahre sind seit dem Prager Fenstersturz vergangen. Nun schließen Protestanten und Katholiken in Prag einen Frieden für das geliebte Vaterland der hochedlen deutschen Nation. Der Prager Frieden war der Versuch, einen Verfassungs- und Konfessionsfrieden auf Reichsebene herzustellen. Gescheitert ist er daran, dass man konsequent die auswärtigen Kronen, die europäischen Mächte aus diesem Krieg herausdrängen und den Frieden ohne Beteiligung dieser auswärtigen Mächte schließen wollte. Und daran ist der Prager Frieden letztlich gescheitert, weil es nicht mehr möglich war, dass man ein Friedensschloss ohne Frankreich und Schweden gebührend zu beteiligen. In Prag ging es um einen Ausgleich zwischen den deutschen Fürsten und ihrem Kaiser. Doch die Franzosen fühlen sich von den Habsburgern, die im Reich und in Spanien regieren, umzingelt. So verbündet sich das katholische Frankreich mit den protestantischen Schweden, um gegen die kaiserliche Macht zu kämpfen. Das edle deutsche Land, das in voller Blüte stand, ward und ist auch heute ein Widerpart seiner selbst und fremder Völker Beute. Dichter wie Martin Opitz schaffen ein Bewusstsein für das gemeinsame Schicksal der Deutschen. Innerlich zerrüttet zu sein und ein Opfer fremder Mächte. Allein im Leid sehen sie das einende Band, wie Andreas Gryphius in seinen Tränen des Vaterlands. Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret. Doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod, was grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot, dass auch der Seelenschatz so vielen abgerungen. Mehr als ein Drittel der Zivilbevölkerung fällt diesem Krieg zum Opfer. Durch Gewalt, Krankheit und Hunger. Millionen Menschen. Im Zeichen des Glaubens wurde dieser Krieg entfesselt. Zur Neige geht er in der Gewissheit, dass jedes weitere Blutvergießen sinnlos ist. Erst 1645, 11 Jahre nach Wallensteins Tod, machen sich Abgesandte der Kriegsparteien auf den Weg, um einen dauerhaften Frieden zu schließen. Delegierte aus ganz Europa versammeln sich in den vom Krieg verschonten Städten Osnabrück und Münster in Westfalen. 3 Jahre werden die Friedensverhandlungen dauern. Nie zuvor in der Geschichte kamen so viele Mächte zusammen, um ein Abkommen für einen ganzen Kontinent zu schließen. Bis zuletzt ringen die Delegierten um eine Lösung. In der Gewissheit, dass nur ein Ausgleich zwischen den Mächtigen und den Konfessionen Frieden bringen kann. 1648 wird der Ratssaal von Münster zum Schauplatz einer historischen Einigung. Hier wird zum ersten Mal auf einem europäischen Kongress eine europäische Friedensordnung, die eine Rechtsordnung und eine Gleichordnung der einzelnen Länder Europas ist, etabliert. Die Kriege sind damit nicht beseitigt, aber ein fundamentalistischer Krieg wie der Dreißigjährige Krieg ist danach nicht mehr durchgeführt worden. Im Westfälischen Frieden von 1648 streben die Unterzeichner eine Balance in der Mitte Europas an, um die machtpolitischen und religiösen Gegensätze auszugleichen. Er wird zum Grundgesetz des Reiches. Die konfessionelle Teilung und die territoriale Zersplitterung der Deutschen wird festgeschrieben. Dies ist der Preis für den ersehnten Frieden. Das Reich bleibt ein von den Landesherren bestimmter Verband unterschiedlich großer Territorien.
Das Reich hat fortexistiert, aber es ist auch keine zentrale Monarchie geworden, sondern es hat fortexistiert als ein föderaler, defensiver, auf Verteidigung ausgerichteter Reichsverband. Und damit hat es die föderalen Traditionen, die tief in der deutschen Geschichte wurzeln, aufgegriffen und bestätigt. Und man kann hier Traditionslinien sehen, die vom 16. Jahrhundert über 1648, über 1949 bis in das Deutschland von 1990 reichen. Die Kunde vom Friedensschluss verbreitet sich binnen weniger Tage im ganzen Reich. Gottlob, nun ist erschollen das edle Fried- und Freudenwort, dass nunmehr ruhen sollen die Spieß und Schwerter und ihr Mord. O Deutschland, sing Lieder im hohen, vollen Chor. Ein Danklied aus jener Zeit. Ein Reich, ein Herrscher, ein Bekenntnis. Diese Vision mündete in zügellose Gewalt. Die Macht und der Glauben auf deutschem Boden bleiben fortan geteilt. Und Frieden kann es nur mit und nicht gegen die Nachbarn in Europa geben.